ein Gegner kann einem zerbrechlichen irgendwas. So. Ich habe ja schon in einer der vorherigen Folgen erwähnt, dass das Spiel ja auch ein paar historische Figuren mit drin hat. Ne? Wir haben ja schon Da Vinci kennengelernt und sowas. So auch, so existiert auch dieser, hier, der Vieri existiert zum Beispiel auch. Und all seine ganze Familie, ne, die Pazzi-Familie. Habe ich extra vor ein paar Tagen gegoogelt. Also die haben tatsächlich auch existiert. Was ein bisschen merkwürdig ist, natürlich, bei dem ist es tatsächlich so, dass ein bisschen anders das abgelaufen ist. Weil wir spielen ja im Jahre 1476. Und wenn man der Google, wenn man Google bzw. Wikipedia vertrauen will, ist Vieri, also der echte Vieri di Pazzi, eigentlich erst 2 Jahre später gestorben. Also das heißt, es wurde ein bisschen umgeschrieben an der Stelle. Aber na gut. So viel dazu. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also wirklich ist interessant, wie die, die Geschichte ein bisschen verändert wird. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. So, eine Planänderung. Immer über die Wälder fahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Ja. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. So, Signor Pazzi. Ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Oh, schade. So. So viel dazu. Ich wusste gar nicht, dass dieser Brief vorgelesen wird. Ist ja interessant. Muss ich halt eben nicht lesen. Das ist besser. Also ich muss nicht laut vorlesen. Es ist ja was. Wow. Ich werde auf Dingens angeschrieben. Entschuldigt manchmal eben. So, sorry, da wurde ich eben angeschrieben. Ich habe vergessen, dass ich Skype noch, nicht Skype, Steam noch anhatte. Ist halt eben ein bisschen blöd. Aber kann man leider nichts machen, ne? So, Onkelchen. Wie geht's denn so?
Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Oh, kann man das irgendwie verschickt sich sein? Erscheinen nach erreichtes. Blablabla. Ich habe es gerade nicht lesen können. Mit Schwierigkeit können Sie Ziele und Nebenmissionen finden, in dem. Okay. Den Aussichtspunkt der Villa erreichen. Was? Da war ich doch schon. Vor einiger Zeit. So eigentlich direkt, als ich hier in diese komische Stadt rein gekommen bin. Ist ja unnötig. Na gut. Müssen wir eben nochmal dahin. So. Ist ja zum Glück ein kleines Gebäude. Geht ja noch. Ich bin hier. Machen wir das halt eben nochmal. Vier Seiten sammeln. Oh! Aha! Jetzt macht es natürlich Sinn, dass wir hier nochmal hochklettern. So. Sind zum Glück sehr, sehr offensichtlich versteckt. Ich meine, ist zwar eine Gasse, aber hier ist eine fucking. So ein fucking Podest. Also. Naja. So, eine ist noch hier. Klappen wir die mal eben. Na, wobei. Nein. Nein. Machen wir vielleicht erstmal das hier, weil das ist weiter weg. Und dann können wir vielleicht gleich über die Mauer springen. Und das andere Ding sammeln. So. Na, fuck. Lass uns mal lieber runterfallen. Freund. Was ist da denn? Irgendwas zum Sammeln, wette ich. Das möchte ich doch herausfinden. Moment, wahrscheinlich eine Feder, ne? Ich weiß, es ist eine Feder. Es ist eine Feder. Ich wusste es. Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen deine Metallwaren Marke. Sehr. So. Kommen wir überhaupt über die Mauer drüber? Ja, ne? Ich denke schon. Wäre kacke, wenn wir extra zum Haupteingang müssen. Weil wäre vielleicht auch besser. Marcosa, was ist in Ihnen gefahren? Ihr wolltet mich sicher nicht verärgern, Amico. Weil kann sein. Ja, vielleicht ist es doch besser, weil da müssen wir ein Pferd nehmen. Oh shit. Ja. Moment, dann markiere ich das mal eben. Wir müssen tatsächlich. Was ist das denn? Ach so. Okay. Der Ort, wo die Federn ablagern. Ich weiß nicht, ob wir diesen Sprung überleben werden, also den nach unten. Ein Fall. Nee. Deshalb gehe ich lieber hier runter. Was ist das denn da hinten? Moment.
Ich sehe da ganz in der Ferne etwas. Was ist das? Warstadt? Ach, lol. Das war doch für dieses eine... Okay. Sehr, sehr verwundert gerade. Das war für dieses eine Ding, was beim Hinterhof der Villa ist. Eine von diesen beiden Dingern, die wir sammeln müssen. Das haben wir eins von zweien. So, das kenne ich nämlich überhaupt gar nicht. Moment. Das ist dumm zu laufen. So, du da. Siehst wie ein gutes Pferd aus. Ich nehme die schon mal eben. So, rechts, 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 rechts. So, wo haben wir denn? Ach, hier. So. Hätten wir es. Wir sind jetzt hier. Oh. Geil. Kohle. Claudia, einen Besuch abstand. Machen wir auch direkt. Sequenz 3 beendet. Was? Jetzt schon? Wir kommen ja richtig schnell voran, ey. Schon Sequenz 3 beendet. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt das waren. Traurigerweise. Da weiß ich tatsächlich echt nicht. Moment. Kommt man nochmal. Fuck. Ich drücke immer aus Versehen die Taste. Scheiße, ey. Wie kommt man denn nochmal im Lauf springen? Achso, mit Doppelklick. Okay. Weißt du was? Es gibt einen schnellen Weg nach oben. Und zwar den hier. Ja, fuck auf Treppen. Ich habe meinen eigenen Weg. Ich nehme mal die Federn rein. So. Soll ich mit dir reden? Ah, nee, Moment. Ich muss unten hin, ne? Ich muss doch nicht hier oben hin. Hier, oder? Genau. Hallo. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Abgemacht, mucho correcto, signore. So, was haben wir denn? Im Überblick, 1% verbessert, der gute Shit. Moment. Tour, die Villa erzeugt zurzeit Einnahmen von 161 Führungen, die alle 20 Minuten der Truhe hinzufügt werden. Maximale Kapazität beträgt 643. Ja, das Geld statt... Achso, wir haben ja noch kein Geld drin. Ausrüstung. Okay, kann man nichts machen. Renovierungen. Achso, das ist nur so ein Überblick. Trotzdem werde ich das mal ausprobieren. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? So, Geschäfte. Ich will das verändern. Ich will das. Ach, Moment. Muss ich erst mit dem Typen reden? Bis bald, Ezio. Ich glaube, ich muss erst mit dem Typen reden, weil der steht hier schon vor diesem schönen Modell. Na gut, wer bist du denn? Buongiorno. Stimmt etwas nicht?
Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Geil. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Geil. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Geil. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Geil! Wollen wir uns das einmal ansehen? Oh ja. Das gefällt mir. So ein bisschen, so kleine Management-Aspekte in Spielen finde ich immer ganz geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer ganz nett. So, das Wichtigste ist, wir brauchen erstmal, weil wir sehen, wir haben ja schon eine Schmiede und einen Arzt, ne? Wir können die auf Stufe 2 bringen. Das Wichtigste für mich ist erstmal, vielleicht erstmal so ein Kunsthändler. 1000. Der ist dann auf Stufe 1 erstmal. Ist jetzt nicht so krass. Bank. Okay, gut. Dann machen wir auch mal eine Bank. Dass wir die zumindest haben. Die wichtigsten Sachen schon mal. Und so auch. Wie viel Kohle habe ich? 9000 habe ich noch. Also den Schneider nehmen wir auch nochmal mit, ne? So, damit haben wir schon von diesen Sachen die erste Stufe. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht... Mine? Wieder öffnen. Mine steigert den Wert der Stadt. Ich glaube, die mache ich direkt auch mal offen. Stimmt. Ich glaube, ich konnte da sogar hingehen. Von daher ist es gar nicht mal so dumm. Kirche. Die Kirche steigert den Wert der Stadt. Ja, steigert den Wert. Bis Gilde. Na gut. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht das Bordell. Bordell, da bringt doch immer gut Kohle. Nee. Weil die Leute wollen Weiber sehen. So, jetzt haben wir auch schon tatsächlich alles auf Dingens. Stimmt, wenn ich das verbessere, kriege ich einen Rabatt, einen höheren. Also macht jetzt nicht unbedingt den Unterschied. Aber ich glaube, wenn man das erhöht, dann wird auch automatisch mehr Geld generiert. Leute, ich habe ja gar nicht mehr Kohle. Okay. Von da hat sich erledigt. Hat sich gerade eben erledigt. Der Rest behalte. Wert plus 14.750. So. Kann ich mal eben kurz gucken, wie viel... Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, ja. Tatsächlich ist es so... Vollendung 10% gerade mal. Was? Geschäfte 9.000. Florin pro Minute. Renovierung 7.000. 700 Florin pro Minute. 18 und dann 18. So, mal gucken. Was ist das denn? Alle Geschäfte sind geöffnet. Okay. Also das bringt 5000. Und alle Geschäfte sind auf Stufe 3. Das ist noch nicht tatsächlich nicht der Fall. Renovierungen. Wenn ich alle Renovierungen habe, gibt es anscheinend einen Bonus. Eine Art Bonus, würde ich sagen. Alle Codex-Seiten an der Wand. Alle Federn in die Kiste abgelegt. Alle Modelle gesammelt. Okay, wenn ich das alles sammle, kriege ich anscheinend auch einen Geldbonus. Und Ausrüstung 2 von 22, 1 von 4. Okay, ist interessant. Die Villa zurzeit 1636 Florin ein, die alle 20 Minuten in der Truhe hinzufügt werden. Maximale Kapazität ist 6543. Aber ist tatsächlich alles noch nicht drin. Bis bald, Ezio. Müssen wir halt eben 20 Minuten warten. Das heißt, am besten, für mich bedeutet das ja quasi am Ende jeder zweiten Folge oder so, vielleicht mal eben kurz zurück in die Stadt kehren. Weil muss ja nicht jede zweite Folge sein. Ich meine, das ist ja nicht so. Die Kapazität ist ja relativ groß. Vielleicht jede vierte, fünfte Folge mal eben kurz zurückkehren, Kohle sammeln. Und dann ist gut. Aber finde ich ganz gut, ne? Wir haben schon mal gut. Wir verdienen schon mal gut Geld. So haben wir halt eben eine konstante Einnahmequelle.